alles mitgebracht. Ja, wie viel wollt ihr? Okay. Ein Tunesier dealt am helllichten Tag in Leipzig mit Drogen. Angst vor Konsequenzen oder der Polizei hat er nicht. Kein Einzelfall in Deutschland. Nordafrikanischen Migranten haftet ein krimineller Ruf an. Polizeistatistiken treffen klare Aussagen. Dabei wollen die meisten der Marokkaner, Tunesier und Libyer hier einfach nur mehr Geld verdienen als in ihrer Heimat. Aber ohne Qualifikation und Papiere scheitern viele schon bei der Jobsuche. Also diese Ausländerbehörde, Alter, geht mir auf den Sack, Alter. Die geben mir einen Termin nach drei Monaten, Alter. Um an Geld zu kommen, werden die Männer kriminell. Körperverletzung, Diebstahl, Drogen. Ich habe nicht gefunden, arbeiten normal. Ich muss was machen. Bleibt bei mir ein bisschen Geld, von was essen, was anziehen. Die Liste der Straftaten, die von Nordafrikanern begangen werden, ist lang. Nicht nur hier in Leipzig. In der Öffentlichkeit haben sie keinen guten Ruf. Doch nicht alle sind gleich. Viele Nordafrikaner hier schämen sich für ihre kriminellen Landsleute. Ja, so schade. Deutschland hat richtig viel gegeben zu uns, für mich auch. Hat mir richtig viel gegeben. Ich will die was zurückgeben auch. Unser Team hat lange in der Szene krimineller Nordafrikaner in Leipzig recherchiert. Auf der Suche nach Wahrheiten und den Gründen für die Taten der sogenannten nordafrikanischen Intensivtäter. Leipzig, Hauptbahnhof. Die Bundespolizei auf Streife. Schwarzfahreranzeigen und Ladendiebstähle aufklären gehört zu den Hauptaufgaben hier. Seit einigen Monaten greifen die Beamten allerdings auch immer öfter Männer aus nordafrikanischen Staaten auf, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Die Person vor uns hier mit dieser rostfarbenen blauen Jacke, die haben wir erst schon gesehen, wie die hier über die Bahnsteige hin und her gegangen ist. Der guckt jetzt bitte hier an die Fahrplanauskunft, die werden wir jetzt mal kontrollieren. Kommst du hier? Ja. Hallo, guten Tag. Kommen Sie bitte ganz kurz zu uns rüber. Können Sie sich mal kurz rüber? Wir führen mal eine Personenkontrolle durch bei beiden Personen. Ja? Haben Sie Ausweise dabei? Ja, einen Ausweis. Die Männer kommen angeblich aus Libyen in Nordafrika. Pässe haben sie keine dabei. Die einzigen Dokumente sind ausländische Behördenschreiben. Die Beamten müssen die Personalien abklären und herausfinden, ob die Männer irgendwo in Europa registriert sind. Linz 100 von 174, zwei Personen. Verstehen Sie Englisch? Du sprichst Englisch? 100. Did you ever have problems with the police here in Germany? No. Auch die Person unter den Angaben komplett negativ. Meine Herren, wir gehen mal zusammen zu uns, zu der Police. We're going to the police station, okay? And take our fingerprints, okay? Wir brauchen die Fingerabdrücke. Police station. Our office is over there. Yeah? At the end of the. Why? We want to take some fingerprints. Yeah. Because I want to know who you are, who you are, who you are. Okay? So we take just fingerprints. Take a look in the computer and after that you can go. Okay? Okay. Weil die Männer keine Ausweisdokumente bei sich tragen, dürfen die Beamten sie zur Feststellung der Personalien mit auf die Wache nehmen. Also die drei Personen haben wir jetzt halt hier kontrolliert, oder zuerst die zwei, weil es in der Vergangenheit bei uns auf den Fernbahnsteigen dazu gekommen ist, dass halt an abgestellten Zügen, wo die zur Weiterreise bereit standen, Leute bestohlen wurden im Zug. Da sind halt die Täter in den Zug gegangen, durch die Abteile und an Plätzen, wo halt niemand saß, aber Gepäck stand, haben die das Gepäck genommen, haben den Zug verlassen und waren dann halt mit dem Gepäck weg und haben das gestohlen. Und die Personen sind uns erst schon aufgefallen, weil die vom Fernbahnsteig gekommen sind, wieder zum Fernbahnsteig gegangen sind. Jetzt wieder und augenscheinlich erstmal keine Reiseabsichten hatten und so erstmal in unser Raster reinfallen, dass wir sie kontrollieren. Handelt es sich tatsächlich um Mitglieder einer kriminellen Bande aus Nordafrika? Die Möglichkeit besteht zumindest. Zahlen der sächsischen Polizei belegen, dass jeder dritte zugewanderte Libyer schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Fast jeder zweite Marokkaner und Tunesier hat Straftaten begangen und drei Viertel aller zugewanderten Algerier. Syrer und Afghanen dagegen fallen in dieser Statistik fast gar nicht auf. Und das ist nicht nur in Sachsen so. Was sind die Gründe dafür? Wir suchen nach Spuren.
Direkt an den Leipziger Hauptbahnhof grenzt das Eisenbahnstraßenviertel, krimineller Hotspot der Stadt. Hier sollen, so erfahren wir, besonders viele Nordafrikaner leben, die ihr Geld auf kriminelle Weise verdienen. Damals am Aldi los waren, die Schießereien, Messerstechereien und so. Also ich war das letzte Mal im Spätverkauf und hab meine Frau gesagt, die im Auto saß, die soll bitte den Riegel runter machen. Da wird das auch alles. Na so Razzia und Drogen und das ist wirklich ein halbes, ne? Das ist ja überall. Und hier konzentriert sich ja so viel Ausländer. Und wenn die Leute nichts zu tun haben und nicht keine ordentliche Arbeit nachgehen, dann passiert das. Und die haben ja auch noch mal andere, wie man sagen, Gesetze oder miteinander umgehen als hier. Ne? Na, ich gehe abends nicht hier lang. Werden sie von anderen sicher aufhören. Okay, wovor haben Sie Angst? Na, vor den Leuten eben. Also, sie sind wohl nicht von hier, ne? So, jetzt kommt meine Bahn. Auf der Straße lernen wir einen Algerier kennen, den wir zu Hause besuchen dürfen. Er nennt sich Salah, lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Sein Geld verdient er illegal. Jetzt soll er abgeschoben werden. Ich habe Parfüm geklaut. Was? Parfüm. Von Müller, ja. Ich hatte einen Rucksack mit, also extra gemacht, dass die piept nicht, mit Aluminium und so. Das ist auch Profi-Diebstahl, aber Diebstahl. Genau. Warum hast du das geklaut? Weil ich habe kein Geld. Einfach ist das. Also ich habe nie Geld genommen von Stadt. Niemals. Und das, was Gott an die Behörde. Mein Stolz ist mein Ende. Ja. Weil er angeblich staatliche Unterstützung nicht annehmen wollte, ist er obdachlos, schläft bei Freunden. Er ist nicht nur ein Ladendieb. Salah hat lange mit Drogen gedealt und konsumiert auch selbst. Das ist Christel. Denn du nimmst das und denn du bist wieder wach, als du bist jetzt gerade aufgestanden. Etwa 300 Euro gibt Salah im Monat für die Droge Crystal aus. Sein Leben in Deutschland hatte er sich anders vorgestellt. Vor 10 Jahren sammelte er Geld in seiner Familie und verließ Algerien mit Hilfe eines Schleppers und einem klaren Plan. Wir leben viel, viel besser als hier. Wir sind keine armen Länder, schöne Länder, schöne Frauen haben wir auch, blaue Augen, es ist kein Geheimnis bei uns, hammerblau, grün, alles. Ich meine, unser Ziel, es ist Geld, Kapital in Algerien, dass du kannst richtig in Algerien genießen das Leben. Doch sein Wunsch, in Deutschland groß Geld zu machen, hat sich nicht erfüllt. Wegen Drogenhandels und Diebstahls wurde Salah zu mehr als 3 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Recht auf Asyl hat er damit verwirkt. In 2 Wochen soll er Deutschland freiwillig verlassen, sonst holt ihn die Polizei. Ich gehe nach Hause, ich gebe auf. Salahs Abschiebung hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beschlossen. Die Behörde entscheidet bundesweit über Asylanträge. Ein kompliziertes Verfahren. Ankommende Flüchtlinge werden zunächst auf die einzelnen Bundesländer verteilt und in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Sie erhalten Verpflegung, Hygieneartikel, Kleidung und Sachleistungen. Alleinreisende bekommen monatlich bis 135 Euro Taschengeld, Ehepartner je 122. Anschließend darf ein Asylantrag gestellt werden. Bei Flüchtlingen aus Kriegsgebieten dauert die Bearbeitung etwa 1 Monat. Andere Asylsuchende müssen derzeit bis zu 7 Monate warten. In dieser Zeit dürfen sie nicht arbeiten. Sie werden auf die Kommunen in vom Land bezahlte Unterkünfte verteilt. Besteht im Herkunftsland Gefahr für Leib und Leben, wird eine Aufenthaltserlaubnis für maximal 3 Jahre ausgestellt. Kommt der Asylsuchende aus den nordafrikanischen Staaten, dauert der Entscheidungsprozess manchmal Jahre. So lange sind die Männer und Frauen in Deutschland nur geduldet. Die Ämter entscheiden von Fall zu Fall, ob sie eine Arbeitserlaubnis erteilen oder nicht. Wird der Antrag abgelehnt, muss der Asylsuchende innerhalb von 30 Tagen das Land verlassen. Sonst greift das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erneut ein. Im Zweifelsfall werden dann die Asylbewerber, die abgelehnten Asylbewerber von der Polizei
zusammengeholt und werden dann in der Regel mit Sammelabschiebungen zurückgeführt. Der Anteil derjenigen, die aber freiwillig ausreisen, auch möglicherweise gefördert ausreisen, ist inzwischen in etwa auch ähnlich hoch wie die Zahl der Abzuschiebenden. Nicht in den Zahlen enthalten sind die vielen unregistrierten Flüchtlinge aus Nordafrika. Wenige Tage nach dem Treffen mit dem Algerier Salah meldet er sich erneut bei uns. Er will uns einen Landsmann vorstellen, der sich seit 5 Monaten illegal in Deutschland aufhält. Er versteckt sich in dieser Leipziger Wohnung und ist kriminell. Weil der Mann kein Deutsch spricht, übersetzt Salah. Die hat nicht geschlafen, die ist von gestern nicht hier gekommen, die kommt erst jetzt und deswegen die weint jetzt auch erst aus. Warum hat er nicht geschlafen? Weil er mir geht nicht viel, weil die arbeitet, die kauft Sachen, die verkauft weiter, manchmal Drogen auch verteilen, manchmal, wenn läuft nicht, die geht selber klauen natürlich, Kneipen und so, abends, wo Leute sind besoffen also. Der Algerier zeigt uns seine Beute aus der letzten Nacht. Der hat was geklaut. Laptop. Und was will er jetzt damit machen? Ich will das umtauschen gegen 1 Gramm Heroin bei ihm. Vor einem Jahr ist der 30-Jährige mit Hilfe eines Schleppers aus seiner Heimat Algerien nach Frankreich gelangt. Nach 7 Monaten hat er das Land auf der Flucht vor der Polizei wieder verlassen. Wir wollen wissen, warum. Die musste in den Knast. Wegen Diebstahl. Also ist er illegal in Deutschland? Illegal, ja. Und warum ist er aus Algerien weg? Weil er frisch gammel ist. Die hat mir gesagt, die kann mir das nicht erzählen. Das ist verrückt. Also mir selber nicht. Jamal ist gläubiger Muslim. Eine Moschee besucht er allerdings nicht. Der Koran stellt Diebstahl unter Strafe. Es ist Zeit vom Gebet von der Moschee. Aber die betet nicht. Warum geht er? Es passt nicht zusammen, was der macht. Und beten. Hat er da ein schlechtes Gewissen? Ja, bestimmt. Da kann man nicht klauen gehen und beten. Und trotzdem, ein schlechtes Gewissen, so sagt er, hat Jamal nicht. Islamwissenschaftler Rashid Uaisa hat dafür eine Erklärung. Er stammt selbst aus Algerien und lebt seit 24 Jahren in Deutschland. Nordafrika, das Individuum hat nicht das vertrauensvolle Verhältnis zu seinem Staat. Das, was der Staat hier anbietet als Sicherheitsanbieter, das Sozialvertrag, bietet dort die Gesellschaft, die große Familie und die Nachbarschaft. Das heißt, diese Individuen, diese jungen Leute, wenn sie hier kommen, fällt erstmal diese Familie. Und zum Staat hat er psychologisch schon ein gestörtes Verhältnis. Da kommt junge Leute hier mit zwischen 16 und 30 Jahre alt, fühlen sich erstmal frei in so ein Land mit vielen Freiheiten. Was sie noch nicht wissen, ist, dass die Freiheiten mit auch Selbstverantwortung und Verantwortung für das, was man tut. Aber es gibt auch viele Nordafrikaner, die diese Freiheit verantwortungsvoll nutzen und sich hier mit Fleiß und Ehrgeiz ein neues Leben aufbauen, so wie Amine aus Marokko. Er besucht seit 2 Jahren ein Studienkolleg in Leipzig und wohnt in einer WG. Hier ist mein Regal. So, das ist meine Mutter und mein Vater. Ich sehe die nur einmal pro Jahr. Aber wir telefonieren viel, fragen immer, Wie läuft beim Studium? Was machst du? Was brauchst du? Wie geht's dir? Immer, sie fragen dich immer. Manchmal fühlst du dich, dass die mit dir sind. Amines Familie kann ihn finanziell kaum unterstützen. Er jobbt in der Gastronomie, hat ein bisschen gespart. Eingereist ist er mit einem Studentenvisum, musste 8.000 Euro dafür bezahlen. Für seine kriminellen Landsleute schämt er sich. Ja. So schade. Deutschland hat richtig viel gegeben zu uns, für mich auch, hat mir richtig viel gegeben. Ich will die was zurückgeben auch.
ja, keine Ahnung, was der Zukunft bringt. Aber ich will studieren, meinen Bachelor haben und hier arbeiten. Ja, und meine Zukunft bauen. Wie ein Denker vor Deutschland. Amines Ziel, er will an einer deutschen Uni studieren. Dafür musste er vor wenigen Tagen eine Feststellungsprüfung ablegen. Ob er sie bestanden hat, soll er am Nachmittag erfahren. Zurück am Leipziger Hauptbahnhof. Die Bundespolizei überprüft gerade, ob die drei aufgegriffenen Libyer zu einer Bande von Kofferdieben gehören und ob sie sich illegal in Deutschland aufhalten. Das ist unser erkennungsdienstlicher Arbeitsplatz. Hier können wir die Fingerabdrücke nehmen. Was früher, wo Sherlock Holmes Stunden gebraucht hat mit Tinte und so, das ersparen wir uns. Mit dem Scanner wird einfach die Fingerabdrücke draufgelegt und binnen von Sekunden, möchte ich behaupten, haben wir dann ein Ergebnis, ob die Personen in Deutschland schon mal erkennungsdienstlich behandelt worden sind. Das ist wichtig, weil es darum geht, eben in der heutigen Zeit, dass die Flüchtlinge nicht durch Deutschland fahren können, wie sie möchten, sondern sich eben auch an Meldeauflagen zu halten haben. Und das Problem ist, dass die Abfrage ergeben hat, dass sie sozusagen im System überhaupt noch nicht erfasst sind und was rein theoretisch gar nicht sein dürfte. Zeigefinger am rechten, ein Stück näher ran. 2016 sollen sich nach Schätzungen in Deutschland zwischen 180 und 420.000 nicht registrierte Flüchtlinge aufgehalten haben. Wir fragen beim zuständigen Bundesministerium nach genauen Zahlen. Die Antwort kommt per E-Mail. Im Jahr 2015 konnten nicht alle Personen zeitnah registriert werden. Aber auch deren Nacherfassung ist seit Herbst letzten Jahres abgeschlossen. Diese sowie alle neu einreisenden Personen wurden registriert. Wir treffen jedoch während unserer Dreharbeiten immer wieder auf Männer, die in diesem Zeitraum nach Deutschland kamen und bisher in keinem System erfasst sind. Ob auch diese Libyer dazugehören, muss die Polizei jetzt klären. Der Tunesier Ali hat vor 6 Jahren in Deutschland ganz legal um Asyl gebeten. Sein Antrag wurde bis heute nicht genehmigt. Er hat nur eine Duldung, aber die Erlaubnis, sich eine Arbeitsstelle zu suchen. Bedingung ist jedoch, dass diese nicht mit einem Deutschen oder einem anderen EU-Bürger besetzt werden kann. Also verkauft und konsumiert er lieber auf der Straße Marihuana. Ich habe nicht gefunden, arbeiten normal. Ich muss was machen. Ich verkaufe Haschisch. Ich verkaufe 25 Gramm Marihuana, ich mache kleiner, ich verkaufe und dann ich bezahle das 25 Gramm, bleibt bei mir ein bisschen Geld, von was essen und was anziehen. Wird ein Drogendealer wie Ali aufgegriffen und verurteilt, bedeutet das nicht automatisch die Abschiebung. Erst bei einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Jahren passiert das. Im Jahr 2016 war nur jede 16. Straftat unter Zuwanderern ein Drogendelikt. Die Statistik in Sachsen führen Diebstähle und Körperverletzungen an. Sexuelle Übergriffe wurden dagegen so gut wie gar nicht registriert. Auch das ein bundesweiter Trend. Drogendealer Ali wurde bei seinen Geschäften bisher nicht erwischt. Das erste Mal habe ich nicht gedacht, ich muss das Scheiße verkaufen oder so. Nein. Habe ich gedacht, ich finde was. Ich arbeite. Ich kann mit dieser Arbeit normal arbeiten, halal. Helfen meiner Familie in Tunesien. Aber wann bin ich nicht gefunden? Ich kann nicht auch jetzt meiner Familie helfen. Ein paar hundert Euro, so erfahren wir, schickt Ali trotzdem monatlich an seine Familie nach Tunesien. Dass er das Geld auf kriminelle Weise erwirtschaftet, ahnen die Verwandten nicht. Knapp 1.400 Tunesier sind in Sachsen registriert. Etwa 15% von ihnen bezeichnet die Polizei als Mehrfachintensivtäter, weil sie mehr als 5 Straftaten pro Jahr verübt haben. Bei Marokkanern und Libyern sind die Zahlen ähnlich hoch, auch bundesweit. Eine schnelle Abschiebung ist oft schwierig. Meist fehlen den Männern die dafür nötigen Ausweisdokumente oder die Heimatländer verweigern ihre Rücknahme. Aber warum werden gerade Nordafrikaner hier in Deutschland kriminell? Rashid Huaissa glaubt, den Grund zu kennen. Das Meer illegal überqueren kostet etwa 4.000 Euro für einen Schlepper. 4.000 Euro inzwischen sammelt es die Familie und unterstützt sogar den jungen Mann, in der Regel Männer, hierher zu kommen, um in der Tat Geld zu verdienen, um die Familie wiederum zu helfen. Und dann kommt man hier, stellt man fest, überhaupt wenn ich selbst in niedrigen Jobs arbeiten will,
brauche ich irgendein Zeugnis, dass ich, was ja fehlt. Und dann ist die einfachste Variante in der Tat in Netzwerken von Drogenhandel und ähnliche Kriminalitäten. Und das ist viel einfacher, da reinzurutschen und die Summe schnell zu schaffen, um die Eltern sozusagen zufriedenzustellen. Migranten aus anderen Ländern fehlt dafür das Verständnis. Wir treffen Nadir und Müslüm aus Afghanistan. Mit Freunden betreiben sie in Leipzig eine Shisha-Bar. Tunesier haben hier Hausverbot. Wir wissen, wie die Leute sind. Wir lassen die ja zum Beispiel auch jetzt nicht hier rein. Weil immer, wenn die jetzt hier reinkommen, sind die nur auf Stress. Die trinken was, dann probieren sie sich mit jemand hier anzulegen. Das ist schon ein, zwei Mal vorgekommen. Mussten wir die halt rausschmeißen. Ja, so solche Kopfschmerzen machen wir uns nicht mehr. Was meinst du, woran liegt das, dass gerade die Nordafrikaner so aggressiv sind? Boah, ich weiß nicht. Die meisten, die kommen ja hier alleine. Und die haben ja keine Familie und die haben ja auch nichts zu verlieren. Wenn die in einen Streit geraten, holen die sofort Messer raus oder... Ja, Messer, dann stechen die erstmal ab oder keine Ahnung. Die gehen dann halt ins Knast. Denen interessiert das nicht. Am nächsten Tag lädt uns der Tunesier Ali nach Hause ein. Er lebt in einer Einraumwohnung und erzählt uns, dass er aus Angst vor der tunesischen Justiz um Asyl gebeten hat. Angeblich hatte er Streitigkeiten mit einem Polizeibeamten. Deswegen landete er sogar im Gefängnis und wäre dort fast gestorben, behauptet er. Ja, also gesehen. Was hast du da gemacht? Das Problem, die ganze Polizei im Knast will mich schlagen. Aber die Polizei in Tunesien, weil die schlagen, im Knast schlagen, wirklich schlagen. Mit Beinen, im Mund, im Rücken, mit dieser. Im Kopf, wo kommt, kommt. Ja, was soll ich. Die erste Chance habe ich gefunden, dieser Moment, dieser Gilet, habe ich mit dieser Gilet so gemacht, dann die Polizei ist weg von mir. Doch anstatt seine Chance hier in Deutschland auf einen Neuanfang zu nutzen, rutscht der 35-Jährige ins kriminelle Milieu ab. Er verlässt das Haus selten unbewaffnet. Ich wollte nicht mit das Pfeffergas. Ich habe was noch, was. Ja. Das ist nicht also gegen Deutsche. Also zusammen, also Angst zusammen. Also die andere hat Angst, die andere mit Gas, die andere hat Angst, weiß nicht. Redst du normal mit Respekt, deine Hand so hinten, also, dann die Leute machen dich so mit Messer. Warum ich? Warum ich anziehe mit das? Warum? Wegen das. Doch jetzt hat Ali ein Problem. Er bekam Post von der Ausländerbehörde. Nach 5 Jahren Duldung soll er nun innerhalb einer Woche freiwillig das Land verlassen und dieses Papier an der Grenze übergeben. Sonst wird er von der Polizei geholt. Ich weiß es nicht, auch nach 5 Jahren so kommt ein Papier, man muss weg nach Tunesien oder. In welchem Moment kann die Polizei bei mir kommen? Hey, nehmen mich nach Adelschaft Berlin, nach Tunesien, das weiß nicht. Weiß ich nicht, was ich mache. Inzwischen ist Ali untergetaucht. Angeblich schläft er bei Freunden, damit ihn die Polizei nicht findet und er seiner Abschiebung entgeht. Weil seine Straftaten bisher nicht erfasst wurden, muss er sich kaum Sorgen machen, dass intensiv nach ihm gesucht wird. Das bestätigt uns die Kriminaldirektion Leipzig. Gezielt wird nach einem illegal oder beziehungsweise nach einem Asylantragsteller, der eine oder zwei Straftaten begangen hat, hier nicht. Sondern das ist dann mehr oder minder der Kontrolle oder ist dann mehr oder minder der Kontrolle unterworfen. Ja, wenn er natürlich eine Vielzahl von Straftaten begangen hat und ein Grund für eine Inhaftierung vorliegt, dann wird er zur Festnahme in dem Fahndungssystem ausgeschrieben und dann ist es auch möglich, dass gezielt nach ihm gefahndet wird. Zurück am Bahnhof. Bei einer Kontrolle hat die Polizei 3 Libyer ohne Pässe aufgegriffen und prüft jetzt, ob sie im sogenannten Easy-System sind, das Flüchtlinge aus ganz Europa registriert. So, jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Jetzt haben wir hier zum allerersten Person schon die Antwort, kein Treffer. Also das bedeutet, er ist noch nirgendwo erfasst worden in Deutschland. Beim zweiten ebenfalls kein Treffer. Ja, jetzt bekommen die sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket. Das bedeutet, sie
werden erkennungsdienstlich behandelt von uns, dass sie endlich im System erfasst werden, deutschlandweit, dass jeder sagen kann, an dem Tag waren sie in Leipzig und werden sozusagen beanzeigt wegen Verdacht der unerlaubten Einreise. Ja, auch egal, sind jetzt Asylbewerber, das ist klar, aber der Straftatbestand, dass sie hier unerlaubt eingereist sind, besteht nach wie vor. Und deswegen müssen wir es anzeigen. Was draus wird, entscheiden andere. Straffällig sind die Männer in Deutschland noch nicht geworden. Was sie auf dem Bahnhof wollten, ist unklar. Jetzt werden sie zur Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig geschickt. Ob sie dort ankommen, kontrolliert allerdings niemand. Zurück in der Eisenbahnstraße. Hier werden wir auf Hamid aufmerksam. Er dealt mit Drogen. Alles gut, Jungs? Ja. Alles klar bei dir. Und jetzt? Geht's gut? Hast du alles mitgebracht? Ja, wie viel wollt ihr? Hamid kam mit 18 aus Tunesien nach Leipzig. Er lernte auf der Straße schnell Deutsch, weil er fast nur deutsche Freunde hat. Wie oft machst du das hier so? Zwei, dreimal die Woche. Kommt drauf an, wie viele Leute das halt wollen. Immer auf Nachfrage. Und was verdienst du da so im Monat? Ja, es sind so 600, 700 Euro. Könntest du das erwischt zu werden? Etwas schon, kommt immer drauf an, aber hier so an solchen Stellen eher nicht. Also das geht ganz schnell und hier kann man auch gut abhauen, sag ich mal. Wir treffen Hamid am Abend in einer Shisha-Bar wieder. Genau wie er ist auch sein Bekannter kriminell. Doch darüber will er nicht sprechen. Wir erfahren, dass beide Männer nach Deutschland gekommen sind, um hier angeblich mit ehrlichen Jobs Geld zu verdienen. Doch beide werden nach eigenen Angaben nur geduldet und haben, wie sie behaupten, keine Möglichkeit zu arbeiten. Sie könnten jeden Moment abgeschoben werden. Alter, diese Ausländerbehörde, Alter, geht mir auf den Sack, Alter. Die geben mir einen Termin nach drei Monaten, Alter. Wozu warten? Immer warten. Ich habe gefragt, warum und so. Haben gesagt, wegen dieser ganzen Syrien, Alter, die haben alle Termine genommen. Das kommt einem so vor, als ob wir unter einer Schublade alle gesteckt werden, wir Nordafrikaner, sagen wir mal so. Das ist halt so, also... Wir sind immer so die schwarzen Schafe. Ja, Nordafrika, Alter. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich will arbeiten gehen und so, du darfst nicht. Das finde ich scheiße. Daraus ziehen sie den Schluss, kriminell werden zu müssen. Die Angst vor der Polizei und einer Strafe hält sich dabei in Grenzen. Schon alles leichter so, ja. Man kennt das nicht so, wie sagt man, so lieb von den Beamten. Bei uns ist das halt alles sehr streng und hier so locker. Und du hast mehrere Chancen hier. Ja, man drückt dir auch mal ein Auge zu. Und das nutzt man natürlich auch aus, ja. Auch die Familien von Hamid und Murat haben keine Ahnung, dass ihre Söhne mit krummen Geschäften in Deutschland Geld verdienen. Wir wollen wissen, ob sie sich für das, was sie tun, vor ihren Eltern schämen. Eine Antwort erhalten wir nicht. Ganz anders Amine aus Marokko. Er will eine bessere Zukunft. Zeugnisvergabe in Leipzig. Der 22-Jährige hat es geschafft. Er ist einer von 90 Absolventen am privaten Studienkolleg der Stadt. Amine, alles Gute. Viel Erfolg für dich. Und dass alles klappt, wie du es dir wünschst, ja? Danke. Okay, super. Alles toll. Danke sehr. Ja, mir geht's richtig gut. Ich bin richtig glücklich. Ich habe ein Ziel von meinen Zielen gereicht. Und ich bin richtig glücklich. Ich hoffe, dass meine Eltern werden stolz auf mich auch. Ja. Amine hat in Marokko sein Abitur gemacht. Nach bestandener Feststellungsprüfung darf er sich nun an einer deutschen Uni bewerben. Einige Wochen haben wir in der Szene der Nordafrikaner in Leipzig recherchiert. Sie ähnelt der vieler deutscher Städte. Die jungen Männer, die wir trafen, kamen mit der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Deutschland. Sie wollten Geld verdienen und sind in die Kriminalität abgerutscht. Aber es gibt auch die anderen. Menschen wie Amine werden hier eine neue Heimat finden und dazugehören.